Mein Theatermoment ist eigentlich der, der vorher schon stattfindet. Das ist, wenn ich hinten die Lastwagen sehe, die angekommen sind mit dem Bühnenbild, wenn der Techniker an meinem Büro vorbeigeht und ich das Surren der Elektrik, der Scheinwerfer höre, dann weiß ich, heute Abend geht's los, heute wird hier was geboten, heute werden Menschen da sein. Dann gibt es natürlich immer besondere Momente auf der Bühne. Diese Momente sind für mich, wenn ich berührt werde, wenn ich etwas Neues erfahre, wenn ich denke, aha, diese Situation im Leben kann ich auch so sehen und sozusagen ja, eine neue Perspektive auf etwas bekomme. Mein Theatermoment, das war Anfang der 80er Jahre auf der Studiobühne des Heinz-Lippert-Theaters, wo ich als Schüler eine Aufführung der Burghofbühne Dienstlaken erleben durfte, Brecht, die Gewehre der Frau Carrar. Und ich bin sehr froh und auch ein bisschen stolz, dass ich nun selbst in dieser besonderen Intimität des Studios Theater spielen darf. Ich werde es nie vergessen, wie ich hier im Heinz-Lippert-Theater selbst auf der Bühne stand das erste Mal. Es war unvergesslich, das Klatschen des Publikums zu hören. Es ist jedes Mal wieder ein Erlebnis, mit meiner Gruppe gemeinsam auf der Bühne zu stehen und den Leuten einen schönen Abend zu bereiten. Ja, also das Heinz-Lippert-Theater, das ist für mich einfach wirklich so das kulturelle Zentrum in Lünen. 2008 hatte ich meinen ersten und ganz besonderen Theatermoment eben auf der Bühne. Da war ich nämlich Teilnehmer am allerersten Festival Junges Theater Lünen. Also das finde ich eben ungemein toll, dass das Hilpert Theater wirklich hier verschiedensten Künstlerinnen und Künstlern, Laien, Semiprofis, wirklich jedem hier auch eine Bühne bieten kann. Meinen Theatermoment habe ich, wenn ich im Heinz-Lippert-Theater auf der Studiobühne stehe und spüre, wie das Publikum mitdenkt und mitfühlt. Dann entsteht etwas Unbeschreibliches. Wir gemeinsam spielen und es entsteht dieser einzigartige Moment, der Theater so unwiderstehlich macht. Als Schauspielerin kann ich mir überhaupt nichts Besseres vorstellen.